So, herzlich willkommen zu NHL 2015. Ich bin euer Rebane BK. Ich werde heute mal für euch die spielen. Wir spielen das Ganze auf der PS4 und schauen wir mal, wie es ist. Wenn es kurz ist, mache ich zwei. Ja, sieht so aus, dass es kurz ist. 2 Minuten. Ich glaube, ich mache zwei Spiele dann. Also, wie ist das? Switch Player, Vision Control Pass, Block, Poke. Was? Oh mein Gott. Vorab zur Info. Ich hab kein NHL gespielt. Daher gar keine Ahnung, wie ich mich jetzt anstellen werde. Egal. Kaffee ist bereit. Jetzt höre ich besser. Wir spielen die Los Angeles Kings, glaube ich, sind die. Gegen die, keine Ahnung. New York, irgendwas stand dran, glaube ich. Ich habe gerade nicht aufgepasst. Auf jeden Fall sieht das Ganze bis hierhin schon mal sehr nett aus. Was ich so gesehen habe, das Stadion, das Eis, sehr flüssige Bewegungen. Ich hoffe, das ist eine bessere Steuerung als das NFL. Ich habe das mal versucht, oh Gott, das hat mich angekotzt, das 2014er, das 15er werde ich noch testen. Also jetzt fangen wir auch mal gleich an. Und ich hoffe, das spielt sich einigermaßen wie FIFA. Dass ich irgendwo. Scheiße, das spielt sich gar nicht wie FIFA. Alter, wie passe ich? Das war kein Pass. Was macht denn der? Gang da weg? Ich habe irgendein scheiß Menü geöffnet. Ich krieg das Menü nicht weg. Das ist doch nicht der Ernst. Schlagen zusammen. Ach Gott, ich muss da nur warten. Ja, wie ich drücke eine Taste und da kommen die ganzen Befehle raus, die Strategie. Was ist denn das für ein Scheiß? Leute, ich habe gar nichts gecheckt. Jetzt erstmal mal. Okay. Schlagen zusammen. Hammer, na, jetzt wenigstens zweimal. Dreimal aufs Tor geschossen oder viermal.
Auf jeden Fall habe ich jetzt rausgefunden, dass ich nur mit den Sticks irgendwie gerade was machen soll. Ich habe aber gar keine Ahnung, was ich machen soll. Jetzt schauen wir mal. Ah. Oh, du Arsch. Boah, Mann. Ich will eine Schlägerei anzetteln. Na. Ja, Mann, geschafft. Hauen, hauen, hauen. Hauen. Ja, Mann, K.O. So geht es. Das muss man genießen. Wie der schaut. Oh Mann. Ah Mann. Und Scheiße. Oh. Wow. Und also die Steuerung ist gewöhnungsbedürftig, aber geht schnell. Ich weiß nur immer nicht, was ich gerade mache, wie ich richtig passe, aber einigermaßen schießen weiß ich. Wie man zwischen Personen wechselt, habe ich raus. Und wie man Streits anzettelt, das weiß ich zumindest. Grafik ist gut. Sauber. Nur bessere Gesichtsanimation oder so wäre geil gewesen. Fazit zum Spiel: Ist ein Sportspiel für Liebhaber. Für mich ist nix. Und ich weiß nicht. Ich werde es mir wahrscheinlich holen, wenn es auf der Xbox im EA Access Programm ins Magazin kommt. Wo man es dann umsonst laden kann, aber Geld dafür auszahlen, weiß ich nicht. Ist Geschmackssache, also der Preis ist mir jetzt doch zu hoch. Da warte ich lieber auf FIFA 2015. Und da sehen wir weiter. Gut Leute, hoffe euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen hoch, macht Kommentare, schreibt, was ihr zu dem Spiel haltet. Wenn ihr noch ein paar Videos dazu sehen möchtet, schreibt es hin, dann mache ich. Aber fürs Erste reicht's mal, glaube ich mal.
Also, man sieht sich, eure Bane BK.